Ey, krass. So unglaublich viel zu erforschen und es ist Nacht. Es ist Nacht, wir sind nackt. Ich habe Angst. Willst du vielleicht etwas Schlagsahne, mein Sohn? Oh Gott! Was war denn hier? Eine Windel, eine volle. Aha. Ja, da ist es. Kinders! Die Hello Neighbor Alpha 3 ist endlich da. Und wir sind im Spiel und es ist so schön. Es ist so schön, ne? Es ist so schön gerade. Aber es ist schon. Gott, wie eklig. Ich dachte eben, hier ist jetzt einfach das Nichts. Gut. Wir haben keinen Plan. Ja, was sollen wir machen? Oh, halt, der Wecker. Okay. Ich bin gerade voll überwältigt. Wir haben das schon so lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Ich weiß echt nicht, ich habe mir den Changelog jetzt überhaupt nicht durchgelesen. Ich weiß nicht, was sie verändert haben. Ich dachte mir, ich stürze mich jetzt einfach mal in die Sache rein. Ich habe auch kein einziges Video gesehen, ich weiß nichts. Also es ist ganz neu für mich. Aha, da ist also ein Bett. Gut. Was labert der jetzt gerade? Hä? Geh mal weg. Oh, es gewittert. Auch wenn er jetzt gerade draußen rumspringt, können wir eigentlich auch schnell reingehen. Keine Ahnung, wie der Hase jetzt läuft da drin. Das ist ein komplett neues Haus. Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz ins Bett. Das ist mir einfach zu dunkel hier. Krass. Ich finde, der ist irgendwo. Ist die Tür? Ja, so, sehr gut. Und ich kann nicht schlafen, ne? Wir können nicht schlafen. Ja, so weit kommt's noch. Dass ich das Licht noch hier drin ausmache, natürlich. Boah, ich brauche eine Taschenlampe. Was ist hier los? Hey, wo ist unser Scheiß? Was ist denn da oben? Oh, da. Oh! Ich hab gerade den Honig Den Honig, das war Kleber. Glue stand drauf, ne? Ey, ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich bin völlig überfragt. Ich mach hier kurz auf. Kann ich. Okay, nichts drin. Alles klar. Ja, ohne Taschenlampe ist ultra kacke. Hallo? Bis hier? Wir creepen hier einfach mal so ein bisschen around in seinem Haus. Creepen around. Around your house. Everybody sieht so fucking lustig aus. Direkt hier ist die Tür. Hier ist ein Wohnzimmer oder so. Ein Esszimmer. Hier ist ein Esszimmer. Gott, ist es dunkel. Leck mich doch mal ordentlich am Sack. Dass hier so dunkel ist. Wie soll ich das machen? Mach mal den Fernseher an. Genau. Ich gehe dann mal eben dein verschissenes Haus ausrauben. Guck mal da oben. Ey, krass. So unglaublich viel zu erforschen und es ist Nacht. Es ist Nacht. Wir sind nackt. Ich habe Angst. Boah. Hat er das jetzt mitbekommen? Wir schauen mal. Wer kommt vorne raus? Oh ja, er hat es mitbekommen. Er ist nicht mehr in seinem Fernseher. Nein. Wie schnell bist du jetzt hier in dem Spiel, du Sack? Ah, okay. Wir können also spielen. Der will mit mir spielen, hä? Sag mal, das Fechte. Na, sag mal. Oh, scheiße. Fuck. Mann, nicht hängen geblieben. Es ist immer noch Nacht. Und dieses krasse Licht hier, die Laterne. Ich will dagegen treten. Super, und ich habe hier alles rumgeworfen. Mein Schuh liegt hier rum. Die Pfanne oder was es ist. Meine Bettpfanne. Ich gehe da mal rein. Krass, wie bescheuert das ist. Hast du irgendwo eine Taschenlampe? Ich hoffe doch. Ah, hier ist ein weiteres Oh, hier hat er ein Kind? Was ist denn hier? Was ist für ein Raum da oben? Der hat mich gesehen. Dum, You can't. Es ist die ganze Zeit Nacht. Gott, es ist cool. Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht kann man hier durchgehen, schon eine Taschenlampe benutzen und ich weiß es noch nicht. Oh. Das ist die gute Version, die ich ja geöffnet habe, glaube ich. Ich glaube, das ist das gute Hello Neighbor. Was soll der Scheiß? Hello Neighbor, Unuski-Version. Da bin ich wieder back. Ich habe das Spiel neu gestartet und habe jetzt halt mal die Readme-Datei durchgelesen. Also, passt auf. Erstens mal schmeißt der Kleber nach uns, Glue. Dann werden wir langsamer. Zweitens, wir können etwas schneller rennen als die AI. Anscheinend. Die Controls sind gleich geblieben. Der Kerl merkt jetzt, wenn ich die Türen öffne und er sieht auch mein Licht. Er spürt alle beweglichen Objekte. Und er denkt jetzt auch viel mehr nach. Wenn was schiefgelaufen ist, wenn ich irgendwo eingedrungen bin, dann verarbeitet er das anders und arbeitet das wohl besser. Er kann sich auf diesen Floors bewegen und pipapo. Ja, und das Wichtigste in Readme war eigentlich, die letzten 60% ein Rezept für Knoblauch. Garlic ist, glaube ich, Knoblauch, ne? Er hat einfach in das Readme reingeschrieben, Knoblauch, das ist wichtig. Seine Mutter hat ihm erzählt, dass das gut ist für sein Immunsystem und so. Es ist jetzt gerade etwas heller geworden. Sehe ich das richtig? Findet ihr es nicht auch etwas heller? Und ich kann noch nicht mal pennen. Ich kann echt nicht pennen. Wir gucken halt mal bei den Nachbarn, was sie so treiben. Das heißt ja Hello Neighbor, nicht? Aha, gut. Hier kann man nicht weiter. Übrigens, was sehr, sehr schön ist, die Konsole ist weg. Es gibt jetzt nicht mehr die Developer-Konsole. Ja, die haben sie entfernt. Muhaha hat er geschrieben. Das war ein sehr, sehr guter...
Trashcan Flying Restricted. Ihr wisst, einige Leute sind mit der Trashcan hier aus der Map rausgeflogen. Man konnte sich rausbuggen. Das ist sehr cool, wie sie auf die Leute eingehen. Es ist einfach genial. Aber dass wir ja keine Taschenlampe haben, ist jetzt eine Strafe dafür, dass wir in den letzten paar Versions so viel gebuggt haben und gestackt haben und gespielt haben? Oder bin ich zu bescheuert und finde die Taschenlampe nicht? Geh einfach mal auf gut Glück rein und vielleicht passiert was, nachdem wir ein paar Mal gestorben sind. Wer weiß. Das Spiel ist ja so cool, dass es uns... Gott. Okay. Ich will eigentlich nur eine Taschenlampe haben. Da bin ich schon zufrieden. Wir schauen uns ja einfach mal alles an. Wir lassen die Sachen noch einfach offen. Im Notfall können wir uns vielleicht verstecken irgendwo. Aber wahrscheinlich können wir uns hier drin nicht verstecken. Das Tischbein, was hat dann da dran gemacht? Eine Rolle. Okay. Was ist das denn? Okay. Und da hat er ganz viel Kleber. Wisst ihr was denn? Nee. Oh. Oh! Fick dich. Er war direkt vor mir gestanden. So, Kleber habe ich dabei. Aber ich muss ihn noch aus der Hand nehmen. Kurz, kann ich ihn nicht aus der Hand nehmen? Ich bin jetzt nicht wirklich langsamer. Ich würde den Kleber sehr gerne aus der Hand legen. Oder hätte ihn gerne aus der Hand gelegt, aber ich habe ihn kaputt gemacht. Nein. Nichts gemacht. Mal gucken, wie gut er hört. Wie er guckt. Moment mal. Er rennt los. Er hat Angst vor Reifen. Das müssen wir uns zunutze machen, diese Angst. Fuck! Ich stecke in der Falle. Ja, fick mich halt. Aber das Ding ist noch an hier. Diese Geschichte läuft noch, ja. Was geht jetzt ab? Wir sind immer noch hier. Nein! Ja! Ja! Ich glaube, er ist stuck. Ich wage mich mal, diesen Stuhl zu entfernen und ihm den Stuhl zu geben. Ich glaube, wir haben hier gerade einen Jackpot geknackt. Einen kleinen. Möglicherweise haben wir hier einen Jackpot. Willst du vielleicht etwas Schlagsahne, mein Sohn? Aber wenn er jetzt gleich von hinten kommt, dann schrei ich. Ich brauche noch was zum Aufschmeißen. Warte mal. Er ist noch da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl. Jawohl. Ist das cool. Das war ja super. Dieser Aufschmiss. Höchst grandios. Ich brauche irgendwas zum Schmeißen. Ah, ein Karton. Karton sollte ausreichen. Also. So. Okay. Hier könnte ich mich verstecken. Ich habe mich versteckt, aber wir gehen mal weiter. Kann ich mich in sein Bett legen? Nein, kann ich nicht. Gut, hier wäre jetzt offen. Ich mach den Fernseher an. Nee, das fuckt mich jetzt schon ab. Ja, wir haben eine Taschenlampe. Sehr gut, sehr gut. Ich habe sie weggeworfen. Ah, so dumm. So, okay. Ich mache jetzt Licht aus. Nee, mache ich nicht. Das haben wir trotzdem irgendwie den Nachteil, ne? Guck mal, er hat ganz... Oh Gott, hat er uns gehört? Er hat ganz viele Schnurrbartbilder. Hier und hier und hier. Hier stackt er irgendwo, ne? Will jetzt nicht so nah rangehen. Ha, guck mal, die Tür geht nicht richtig. Guck mal, die stackt so ein bisschen an den Gegenständen. Das ist ja cool. Also ich denke, wir haben, wie immer, den Trick des Jahrtausends erreicht. Oh, die Fernbedienung. Das ist cool. Scheinbar kann man nicht die Sachen aus der Hand legen. Aber ich kann von weiter weg, guck mal. Ich drücke links, nichts passiert. Ich schaue auf den Fernseher, er geht an. Also das ist cool. Damit können wir ihn von weiter weg verwirren. Wo stehe ich denn gerade hier drin? In dem Schrank, okay. Hallo? Oh mein Gott. Wie dieses Video, wo ein Toast umkippt. Ich will jetzt... Der Gang sieht voll gruselig aus hier. Ah, jedes Mal falle ich in diese Schränke rein. Oh, out of order. Gut, okay. Wow, das ist aber brutal, ey, das Teil. Ich habe das Gefühl, dass da hinten irgendwas ultra cooles ist. Ja, eine Tür, die wirklich genial versteckt war. Oh Gott! Es ist gerade mitten der Nacht, ne? Es ist gerade mitten der Nacht und ich habe jetzt nicht mit so einem scheiß Geräusch gerechnet. Ich will da jetzt nicht aufmachen, ne? Es klingt so, als würde hier diese Puppe darauf aufpassen und hier ist zu. Ich lasse es jetzt kurz zu. Ich gehe mal hoch und halt... Ah. Ich würde gerne das... Gott, diese Sachen, wie sie mich einfach ultra erschrecken. Ich gehe mal hoch. Ey, der und seine krassen Konstrukte, was hat er denn hier gebastelt? Die Geräusche sind so eklig, so 3D-mäßig am Kopf. Ich würde jetzt schon echt... Ah, okay, hier ist... So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Aha. Was? Hat er gerade geklopft? Hat er geklopft, ne? Okay, man braucht den goldenen Apfel für den Schlüssel. Oder so. Es klang so, als wenn neben mir jemand stehen würde und an mein Headset klopfen würde. Bah! Aha! Was ist das hier? Bücher. Wow. Bücher sind halt schon das einen Freund und das anderen Leid, ne? Wo ist die Lampe, die das hier... Komm, jetzt machen wir hier halt auf. Wenn ich jetzt gleich gefressen werde, Leute, ich schrei. Oh Gott. Es geht einfach raus. Wo kommen denn dann diese Geräusche des Wahnsinns her, bitteschön? Über uns ist ja noch so viel zu sehen, also da werden sie wahrscheinlich herkommen. Was ist hier ein Durchgang, oder wie? Was ist hier... Lass uns mal kurz in unser Haus gehen, denn da waren wir mit Licht auch noch nicht drin. Das würde mich jetzt interessieren. Au, würde mich interessieren, was wir hier jetzt noch so haben. Gott, ein Geist. Ich mach hier mal zu. Ach, oh, da ist noch eine Tür, die haben wir gar nicht gesehen.
Ja, es muss einem ja auch mal gesagt werden. Mein Gott. Aber hier ist irgendwie nicht so viel zu sehen bei uns in der Butze. Hier ist unser Schlafzimmer. Wir können uns auch nach wie vor nicht hinlegen. Finde ich echt sehr skurril. Es wirkt nicht so wie die üblichen Hello Neighbor Spiele, ne? Weil da war ja Hauptbestandteil, wenn er dich kriegt oder rumlarum oder du die Zeit ändern willst, leg dich einfach hin. Aber hier kann man die Zeit nicht einfach so ändern. Hier musst du dich schön bumsen lassen von ihm. Alter! Er beschmeißt mich hier mit seinem Code, ne? Jetzt werde ich aber gleich ausfallen, mein Freund. Ist hier was? Nein? Er ist direkt neben uns, ne? Das ist so eklig gerade. Ich will jetzt einfach schnell hier weiterlaufen. Ah, sehr schön Licht. Was war denn hier? Eine Windel, eine volle. Aha. Oh, Leute, ich bin jetzt schon echt überfragt wegen diesem Apfel. Gut, 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 gut. Ich habe jetzt noch fast gar nicht geguckt. Okay, okay. Lass mich jetzt noch mal kurz gucken. Ein Apfel? Okay. Noch ein Apfel und noch eine Taschenlampe. Wow. Ihn stört das wohl auch, dass er so wenig Licht hat hier drin. Also muss er auch einige Taschenlampen horten. Ah, wisst ihr was? Auf dem Bild war doch der Schlüssel eigentlich in dem Apfel. Ich muss wahrscheinlich nur den Apfel essen. Sieht so aus, oder? Man könnte doch meinen, das Kind hat gemeint, dass wir den Apfel vielleicht essen müssen. Aber wie isst man jetzt so einen Apfel? Schwierig, ne? Schwierig. Man kann ihn schon mal schmeißen. Gut. Okay. Ich bin überfragt. Oh Gott! Oh Gott, hat er mich erschreckt, der Hund. Er ist auf einmal einfach da gewesen. Was ein Fickfrosch. Hey. Ich bin doch gerade auf Kuscheltour mit dir, Mäuschen. Vielleicht können wir irgendwie... Guck mal, wir haben die Guck mal, was sagst du dazu, du Pizza, ja? Klatsch an. Klatsch an, klatsch aus. Hallo, warum kann ich das nicht machen? Hey. Aha. Hier ist noch ein Schalter. Den haben wir noch nicht umgelegt. Ah, wisst ihr was? Damit können wir vielleicht oben in dieses Dingens, was es war. Ah, wartet mal, das Teil ist an. Wo führt das hin? Okay, okay, hier hoch. Hier lang. Und da rein. Wisst ihr was? Ich glaube, es führt hoch. Vielleicht habe ich damit ungewollt diese Zelle angemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich da nochmal reinkomme, ne? Der macht bestimmt alles zu, der Kerl. Hier ist offen! Gut, wenn er unbedingt geraped werden will. Guck mal, da geht's rein, da oben lang und dann in den Raum. Okay. Wir könnten ja mal hier schauen, ob wir das irgendwie gebacken... Warum halte ich die Taschenlampe eigentlich nicht auf mein Fadenkreuz? Hallo? Habe ich für Krypto-Derm oder was? Was steht da? Was ist da? Da ist irgendwas gezeichnet. Aha. Also das hier heißt eindeutig, dass wir wahrscheinlich hier irgendwie mit dem Apfel vielleicht... Ich habe den Apfel mal hier dran geworfen, aber ist auch nichts passiert. Oh, guck mal, ich kann durch die Wand gucken. Guck mal, Warlock. Kann ich es bei der Tür oben auch machen? Jetzt kann ich doch hier sicher... Oh, ja. Guck mal da. Wir sind hier oben bei der Tür. Bringt mir jetzt aber auch nicht viel, weil ich sehe nicht wirklich, was jetzt abgeht in dem nächsten Schritt. Wir müssen genau gucken. Manchmal sind irgendwelche Sachen so eklig versteckt, aber das hier hat irgendwas hier mit... Das irgendwas ist mit Pilzen. Mit Äpfeln. Da wisst ihr bestimmt schon mehr als ich. Wie gesagt, ich habe mir noch nichts angeschaut. Ich will auf diese... Also speziell hier bei Hello Neighbor will ich ja immer die volle Packung. Was ist das und warum ist das hier links und rechts und sowas. Da will ich wirklich genau nichts wissen. Ich mache das Ding jetzt halt kurz mal aus. Hört ihr das? Ich glaube, eben ist das Gitter aufgegangen. Es klang gerade so. Nee, ist das nicht? Hä? Irgendwas hat so Geräusche gemacht. Ich weiß nur eins, der Kerl kommt gleich, er nudelt mich so eklig. Gott, da klopft jemand, ne? Da klopft jemand. Nein. Ich konnte fast vor ihm davon... Endlich aim ich wieder geradeaus. Sehr gut. Gut, wenn man sich duckt. Ich hab da so hängen. Was ist mit ihm los? Der Kleber. Nun gut, Kleberlein, mach weiter. Einmal werde ich es noch versuchen. Oh! Ach, scheiße, scheiße. Okay, ich habe ihn wahrscheinlich auch voll erschreckt, ne? Ich komme da reingeschlichen und auf einmal geht's Licht an und er... Ich habe gerade gekackt. Eins versuchen wir noch. Eins mache ich noch. Vielleicht kann ich ihn irgendwie... Ja, ich bin echt ein bisschen minimal schneller als er. Guck mal, er kommt hier nicht lang, dass man ihn nicht einsperrt, weißt du, bei sich zu Hause. Kann er schon mal nicht. Achso, der schmeißt mit Scheiße nach mir. Gut, kann ich auch. Da kann ich mitspielen, mein Freund. Sobald ich irgendwas gefunden habe. Nee, du gehst nicht nach Hause. Entdeckt er mich direkt oder bin ich gerade so ein bisschen geheim? Nein. Er sieht's nicht. Er ist blind. Nein. Oh, er hat mich entdeckt. Vielen Dank fürs Zusehen bei dieser spannenden Folge Hello Neighbor Alpha 3. Nächstes Mal kommen wir bestimmt weiter. Ich muss jetzt langsam echt ins Bett. Ich habe jetzt 34 Minuten aufgenommen. Ich muss das alles noch schneiden. Lirum Larum. Vielen Dank heute für diesen extrem krassen Stream. Dankeschön. Falls ihr euch schon auf nächstes Jahr freut, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr euch nicht auf nächstes Jahr freut, dann solltet ihr euch drauf freuen, weil das kommt so oder so. So wie der Like. Ciao.